Ja, herzlich willkommen meine lieben Freunde zurück zu Minecraft hier in meinem kleinen Schlafgemach. Bergi ist gerade nicht da und wir werden jetzt mal ein bisschen was gucken. Also, zweierlei. Einmal werde ich die Nacht durchmachen mal wieder. Habe ich ja beim letzten Mal schon souverän bestanden, die Prüfung auf den Tod. Und zwar werde ich die Nacht durchmachen, weil ich brauche ein paar... Ja, wie soll ich sagen? Ich brauche ein paar Sachen von den Gegnern. Ich würde mal ein bisschen gern so ein bisschen Knochenmehl und sowas einsammeln. Eben auch, um hier so ein bisschen die Bewälderung in Gang zu kriegen. Es hat die Nacht geregnet und ich glaube, es ist auch ein bisschen was gewachsen hier. Wenn wir uns das mal angucken. Na, die stehen da immer noch, die Saplings. Da hat sich noch nichts getan. Mal schauen, die hier stehen auch noch. Sind wohl noch nicht gewachsen. Hier nur mein Unkraut ist schon reichlich hier in die Höhe geschossen. Dann gleich mal wieder abbauen und neu anpflanzen. Ja, und dann habe ich mir vorgenommen, werde ich wahrscheinlich den Turm abreißen. Weil ich den irgendwie nicht schön finde. Und wir machen den mal ordentlich, würde ich sagen. Ne? Leute, so kann ich denn da das nicht hinsetzen? Was soll das denn? So, machen wir mal schön hier so ein bisschen. Damit das hier so ein bisschen Ordnung hat. Ich mag das gerne, wenn das so eingebaut ist. Mit Zeug, so ein bisschen bauernmäßig, ne? So ist es nämlich dann schön, irgendwie so, wenn wir ein Mikrofon ein bisschen dran ziehen. So. Also, ich finde den Turm total unförmig. Ich finde den nicht schön, vor allem da kann man nirgendwo, ich hätte gern so entweder drei oder nur eine Seite, damit man halt, versteht ihr, Fenster übereinander hin machen kann. Und ich glaube, wir werden jetzt mal den Turm abreißen. Da wird mich Bergi wahrscheinlich dafür erhängen, aber das ist jetzt egal. Da muss er nun mal durch. Hoffentlich reißt ihr mir dann beim nächsten Mal nicht komplett meine Bude ab. Als Rache sozusagen. Aber normalerweise macht er sowas nicht. Weiß nicht, kennt ihr so Leute, für die aus Rache, die tollsten, für die das Schönste ist, so nach dem Motto, oh, der hat da so und sowas gemacht, das mache ich jetzt auch. Finde ich ganz schlimm. Bei Geschwistern ist das oft, ne? Also ich finde das gut. Ich bin ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Da ist es vielleicht alles ein bisschen anders. Aber bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich finde es immer ganz schlimm, wenn sich Geschwister streiten. Ja? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr Geschwister habt. Normalerweise, also es gibt drei verschiedene, wie sagt man, ja, soll ich ihn wirklich abreißen? Ja, ich reiß den ab, weil ich finde den echt irgendwie hässlich, vor allem da kann man jetzt auch nicht mehr irgendwie groß was draus machen. Den bauen wir dann nochmal neu auf. So mit ein bisschen Verschnörkelung und so, und dass auch schöne Fenster reinkommen. Und die Fenster müssen mittig, die dürfen nicht so in die Seite gequetscht sein. Das sieht nämlich total scheiße aus. Es gibt so drei Planbauspiele, glaube ich, von Geschwistern. Entweder man versteht sich überhaupt nicht, ja, und macht sich die ganze Zeit nur gegenseitig an irgendwie. Oder man ist sich gegenseitig egal. Das gibt's auch oft, dass man sagt, ja, ich habe zwar einen Bruder, Schwester, aber ich habe mit denen nicht großartig was zu tun. Gibt's auch immer wieder. Das, glaube ich, liegt dann auch so ein bisschen am Altersunterschied vielleicht. Und es gibt dann auch die Arten von Geschwistern, die immer alles zusammen machen. Also ich zum Beispiel habe als Kind, na gut, jetzt, also... also als Kind auf jeden Fall. Dann als Teenager, ja, da ändert sich das schon ein bisschen wieder. Auf jeden Fall halt viel auch mit meinen Geschwistern gemacht. Also ich habe zwei Brüder und... Das ist natürlich auch so zum Spielen natürlich immer geil, weil das halt immer auch jemand da ist. Also ich bin das mittlere Kind und habe sozusagen einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Das sind alle 2 Jahre auseinander. Und da findet sich dann immer jemanden, den man hat. Das ist natürlich dann so in der Teenagerzeit, da wird das dann mal ein bisschen weniger, weil hat man natürlich dann auch ganz andere, ja, wie soll ich sagen, Vorstellungen und ganz andere, Wie sagt man denn, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, liegt mir gerade auf der Zunge, man hat andere... Na, ihr wisst schon, was ich meine.
Sachen, die einem wichtig sind. Wie heißt denn das Wort? Es ist ja unglaublich. Ich fange ja an, irgendwelche Sachen, dann fällt mir der Scheiß nicht ein. Es ist genauso schlimm. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn euch was nicht einfällt? Ihr müsst es aber dann unbedingt wissen. Bei mir ist es oft so, wenn mir irgendwas nicht einfällt von irgendeinem Film, einem Schauspieler, irgendeine Szene oder irgendeine Serie oder irgendein Lied oder irgendwas, was ich jetzt gerade so nicht weiß, dann lässt mich das auch nicht mehr los und ich muss das dann unbedingt wissen. Das muss ich dann wirklich... Ich muss das einfach wissen. Sonst lässt mir das nämlich keine Ruhe. Und das ist genauso wie bei so einem, wie jetzt, ich brauche ein Wort und dann fällt mir das nicht ein. Oh, ich kann mich da immer so aufregen. Naja, auf jeden Fall hat da halt jemand, jeder so seine Sachen, die ihm halt wichtig sind und dann sind die Geschwister meistens dann immer so ein bisschen doof. Das ist genauso wie ich glaube bei Jungs ist das nicht, ja doch, wahrscheinlich auch so, aber ich glaube bei Mädchen eher so, weil Mädchen kriegen, glaube ich, öfter mal so gesagt, ja, lass das lieber, sei da mal so vorsichtig, weil sie halt einfach auch, gerade in jungen Jahren ist das alles ist noch so neu und du trittst halt dann leicht irgendwo eine Falle und das ist ja alles nicht mehr so, also so mit Disco gehen und weggehen und da und dann muss man hier aufpassen und da aufpassen und ja, schau dir zu, dass dir keiner was in den Drink mischt und bla und so und pass immer auf euch und mach keinen Unfug und nimm bloß keine Geschenke an, so von irgendwem, der euch was, der kann ja sonst was reintun ins Getränk und so. Das stimmt ja alles, ja, ist ja nicht unbegründet, aber das haben Jungs halt irgendwie nicht, ja. Das ist halt das, was bei Mädchen, das nervt die dann auch tierisch, das kann ich auch irgendwie absolut verstehen, dass das dann nervt, aber man meint es ja dann nur gut, ja. Und ich glaube, in späteren Jahren ist das dann auch so. In dem Alter ist es, glaube ich, ganz schwierig, weil da sind Mädchen auch, glaube ich, viel experimentierfreudiger als Jungs. Die sagen, ja, ich mache, was ich will und ich will das ausprobieren und ich mache das und so. Und ich gehe da weg und ich sage dann auch keinem was. Also das ist dann sowieso immer das Schlimmste, dass man sagt, ja, ich sage dem auch keinem was. Oder wenn man jetzt einen guten Freund hat oder irgendwie sowas, der dann auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein Beschützerinstinkt halt hat und dann auch immer so meint, so, ja, das kannst du nicht machen und hier und pass auf dich auf und das und so und hast nicht gesehen und sei dafür lieber vorsichtig und einem immer so ein bisschen so die Moralpredigt hält, ne, dass er das ankotzt, obwohl er es ja nur gut meint, aber das ist in dem, ich sag mal, Alter dann gar nicht so richtig bewusst, ja, das ignoriert man, das ist dann einfach nur nervig, ja. Obwohl das ja wirklich nur gut meint, weil er es wahrscheinlich schon erlebt hat oder weil er es halt kennt oder ich weiß auch nicht. Und dann in dem Moment ist es einfach nur nervig und dann sagt man dem das halt nicht. Ja, dann machen sie es halt einfach oder sowas. Das ist genauso wie, ja, mit heutzutage ist es, glaube ich, auch schwierig, so Chatbekanntschaften und sowas, ja. Ja, da treffe ich mich mal mit dem, ja. Ich sag aber keinem was, weil die könnten ja, die nerven ja dann alle wieder mit ihrem, pass auf, du kannst dich nicht mit dem treffen, das ist ein Fremder, den kennst du gar nicht und so. Aber es ist ja einfach so. Ja, es ist ja die Wahrheit. Ja. So, mal hier noch die Türen wegkloppen. Der Berge wird gucken, ja, wenn er wiederkommt und da ist kein Ding mehr da. Kein Türmchen. Jetzt machen wir das auch mal komplett neu hier. So, da unten ist der Eingang. So, also. Ich mache den Turm mit einem Block in der Mitte. Sozusagen mache ich das ganze Ding hier. War jetzt so meine Vorstellung. Oder? Also so. So, so. So, so. So, so. So, so. Dass man hier drauf dann laufen kann. Und hier klettert man hoch. Und dann kann man so zwischendrin wieder rausgucken. Ich weiß natürlich nicht, ob das geiler ist. Weil er ein bisschen kleiner ist natürlich. Oder wir machen es wirklich noch einen größer. Dann geht er aber hier rum. Also wie Birgi das gemacht hat mit dem, dass er dann so ein bisschen drüber schaut, das würde ich ehrlich gesagt nur ungern machen. Aber wenn ich den jetzt nur 3 breit mache. Wir müssten es mal testen. Wir ziehen uns mal so ein Gerüst auf. Da brauche ich noch ein bisschen hier Dirt für so einen Scheiß. Wie schon gesagt, wir arbeiten durch. Ich werde dann für euch ein bisschen die Aufnahme aufhellen, weil du siehst ja nachts sowieso, du siehst halt wirklich gar nichts. Ja, das ist echt total schlimm. So, dann machen wir halt einen Eingang da und einen Eingang hier. Versteht das? So, das dann, so. Dann können wir hier einmal reingehen, da einmal reingehen. Oder ich mache gleich 4 Türen.
dass man von allen Seiten reingehen kann. Das ist vielleicht auch ganz gut. So. Jetzt habe ich mir natürlich die blödeste Position daher zum Rüberlaufen ausgesucht, weil das in der Höhe ist, in der es natürlich gar nicht geht. Und jetzt machen wir uns mal hier so eine Fackel hin, damit wir was sehen können. Ah ja, ich wollte ja nochmal einen anderen Stein holen, weil ich mag das ja ganz gern, wenn da immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anders farblich was drin ist. Ja, das muss immer so ein bisschen, ne? Das muss sich immer so ein bisschen unterscheiden. Das finde ich dann immer ganz gut. Na, die Leitern, doch, können wir schon mal mitnehmen. Türen eigentlich auch. Können wir da gleich reinsetzen, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Worauf ich hinaus wollte, meine lieben Freunde, es ist so, dass man ja nicht nerven will und dass es, glaube ich, dann relativ extrem ist und es ist natürlich total, total dumm dann auch, wenn man dann sagt, na, ich mache das einfach und ich sag keinem was. Ja, weil wenn dann wirklich was sein sollte, dann weiß niemand, wo man ist. Und der Grund, dass sie dann keinem was sagen, ist ja der, ja, weil sonst meckern sie ja bloß, sonst dann darf man sich wieder das Gemecker an, wir haben es dir gesagt und das und so. Und dann wird alles immer verheimlicht, ja, dann, da sage ich lieber gar nichts, bevor dann jemand was Schlechtes sagt. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde sowas ganz, ganz schlimm, wenn dann irgendwas was totgeschwiegen wird, was man eigentlich schon drüber reden müsste, ja, nur damit es heißt, ja, lieber nicht. So, jetzt ist mir gerade die Aufnahme abgeschmiert. Auf jeden Fall, Leute, also jetzt mal an die Mädchen auch und auch an die Jungen, falls ihr irgendwie sowas vorhabt. Also wenn ihr irgendwie mal was ihr nicht so erzählen wollt und euch irgendwo hinbegebt, dann sagt, na, ich will aber nicht, dass das jeder weiß, dann sagt das zumindest irgendwie einem guten Kumpel oder sowas, damit, falls irgendwas ist, irgendjemand Bescheid weiß, wo ihr seid. Oder habt euer Handy immer dabei, aber wobei, das hilft ja auch nicht. Wenn euch wirklich was passiert, dann bringt das Handy auch nichts. Aber damit man immer weiß, wo war er als letztens, das ist schon ziemlich wichtig. Also macht keinen so einen Scheiß, ne? Ah, die schießen sich ja gegenseitig ab, ist ja übelst episch. Ah, die haben da Krieg gerade hier, die beiden. Sieh sich das denn an? Hey, hey. Schieß nicht auf mich. Penner, ihr hattet doch gerade Krieg untereinander. Macht das mal schön unter euch aus, ihr Sacksäue. Wo ist er hin? Wo ist er hin, der Sack? Da. Jawohl. So. Da, genau, Knochen. Guckt euch mal das an. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Über und über voller Pfeile und eine Kuh. So, stirb. Cowtripper. Jawohl, wenn ich jetzt die ganzen Pfeile hier noch einsammeln müsste. Na, das ist so... Ah, versteht er? Das ist immer ganz komisch. Wenn man dann älter wird, so, dann weiß man das ja. Und dann denkt man sich, oh Gott, Leute, macht doch nicht so einen Scheiß, ja. Ihr werdet nie wieder glücklich irgendwie, wenn dann euch was passiert und dann... Was ist los? Wieso? Warum baut er sich nicht? Und dann muss man da mehrere nebeneinander setzen. Das kann nicht wahr sein. Irgendwie, oder funktioniert das nicht mehr so? Das funktioniert nicht mehr so, oder? Hat das vielleicht irgendwie jemand mal geschrieben, dass das nicht mehr so geht? Dass man für die Bäume zum Wachsen, dass das anders funktioniert mittlerweile? Oh, fick die Henne. Komm her. Geh weg hier. Ich kann dich hier nicht haben, so, ne? Du Böser. Was ist das? Ist das Gehirn? Das ist Rotten Meat, oder? Was ist denn das? Oh, Potato! Kartoffel! Oh, wie kann ich denn jetzt Kartoffeln anpflanzen? Scheiße, wie kann ich denn Kartoffeln anpflanzen? Leute, sag mal, schreibt mir mal unter das Video, wie ich Kartoffeln anpflanzen kann. Mach das mal bitte. Bitte, Leute, echt jetzt. Sagt mal, wie ich Kartoffeln anpflanzen soll, kann. Ich würde ja gerne noch ein bisschen rausgehen. Ich muss mal gucken. Die Kartoffel lege ich mal hier rein. Ganz, 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 ganz geheim lege ich die Kartoffel da rein. So, das Fleisch auch. So. Die müssen wir dann vermehren, oder? Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt geht. Kann ich aus einer Kartoffel dann irgendwie so... Kann ich da mehrere? Einen Kartoffelstamm kann ich daraus machen? Ah, wer weiß das schon? Sollen wir noch ein bisschen jagen gehen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Machen wir mal hier ein bisschen weiter, damit wir ein bisschen
Genau, ich wollte ja hier anderen Stein mit einbauen. Oder mal hier so ein bisschen Holz. Aber da müssen wir das Dunkle nehmen, glaube ich. Das Dark, sonst sieht das ja ein bisschen... Sonst sieht das ja bescheuert aus. So, nehmen wir doch dieselbe Höhe. Das wäre dann sowieso hier. Da können wir dann eigentlich auch schon... Na, weil fürs erste Fenster ist es vielleicht noch ein bisschen niedrig, oder? Wobei, wenn wir jetzt zwei hoch machen... Nee, da machen wir nochmal... Oder das wäre halt auf derselben Höhe wieder. Deswegen sähe das vielleicht ganz geil aus. Dann machen wir dann nochmal keine Fenster rein. So, machen wir das mal so. Und dann gehen wir weiter hoch. Also ich bin da immer so, ich bin da schon so der Typ, der da immer so ein bisschen vorsichtig ist. Also, was heißt vorsichtig? Ich rate dann doch immer so ein bisschen zur Vernunft. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin früher damit den Leuten schon ziemlich auf den Sack gegangen. Ich hatte in der Realschule damals, also da war ich noch, also es war Anfänge der Realschule, eine gute Freundin, also damals meine beste Freundin irgendwie. Und ja, das war auch schon so. Ich glaube, da war ich schon ganz schlimm, also... Weil ich da schon immer so, ja, da musst du aufpassen und hier und so und macht es nicht. Ja gut, das habe ich vielleicht nicht so gesagt, aber ich habe dann schon gesagt, ja, dann pass auf und wenn das ist, dann ruf an und so. Und ich weiß nicht, man ist halt dann doch immer so ein bisschen besorgt um seine Mitmenschen, gerade wenn sie einem viel bedeuten irgendwie. Ah, das ist immer aber, glaube ich, also, ich weiß nicht, also, da geht man, ich glaube, man geht den Leuten damit schon derbst auf den Sack. Ich glaube... Generell Mädchen sind ziemlich leicht anzupissen. In dem Alter halt, ja. Also, ich hab keinen Bock auf das Gelaber, ich mach, was ich will, dann nach dem Motto. Ja, auch wenn sie es nicht böse meinen, aber die sind halt irgendwie so. Das ist so, ich weiß nicht, so, da sagst du was, ja, egal. Die sagen dann, ja, nein, mach ich nicht. Aber weißt du, so, die hören dir halt auch nicht zu. Das ist ihnen scheißegal, was du ihnen sagst. So. Da finde ich irgendwie ganz schlimm, ich weiß nicht. Das finde ich immer dann... Das macht dann immer so ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr dann einem gut zureden wollt und ihr wisst, dass ihr recht habt und die hören einem einfach nicht zu. Das ist so, das ist scheißegal. Dann denkst du, ja, aber egal. Ein Tag später ist es dann so. Und dann sagt ihr, ja, wie hast du das gemacht? Ich habe doch gesagt, ja, jetzt auch egal. Jetzt ist auch zu spät, so nach dem Motto. Im Nachhinein ist ja jetzt egal, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. So, ja, toll. Superb, echt. Hättest du aber, ja. Das ist, aber ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin da ganz schwierig. Ja, ganz schwierig. Deswegen ist es auch, glaube ich, ganz gut, dass ich keine kleine Schwester habe. Ich glaube, ich wäre ein ganz schön krasser großer Bruder. Ich würde immer aufpassen und würde immer so gucken, was sie so macht und halt immer so ein bisschen, ne? Wenn sie dann ankommt mit ihrem Freund und so. Ja, gut, aber nur wenn er cool ist, dann passt das schon. Ja, wer weiß. Oder halt auch so, wenn sie irgendwie dann weg will und mal alleine weg und hier und da und mit den Freundinnen und so und... Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre da schon so ein bisschen nervig. Und so... wie sie rumläuft und überhaupt und so. Ich glaube schon. Ich glaube, da wäre Peggy schon... Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so angenehm. Mal ganz ehrlich. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Ja, ich weiß nicht. Die Holzplattform, das wäre dann besser, wenn die innen wäre, oder? Jetzt fällt das ganze gute Zeug hier runter. Ach, nein. Das ganze teure Holz. Man kriegt ja nichts geschenkt. Obwohl, den könnte man noch mal Stein machen, oder? Ja. Ah, wisst ihr, was ich mache? Scheiße, muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hier anstelle. So, kann ich da hinbauen? Da kann ich hinbauen. Gut, gut. Und dann hier kann ich hinbauen. Sehr gut. Nein! Oh Gott. Habe ich die Leitern jetzt dabei? So, dann kann ich die Leitern hier schon... Das war alles geplant. Das war nämlich alles geplant, damit ich das nämlich jetzt so bauen kann. Haha. Und hier meine Holzdinge einsammeln kann. So sieht es nämlich aus.